Hallo, meine lieben Freunde im Facebook und bei meinen YouTube-Kanälen. Ich möchte mich heute an euch mit einem ganz bestimmten Anliegen wenden, nämlich mit dem Anliegen, euch meine Playlists in meiner magischen Bibliothek mal ganz doll ans Herz zu legen. Weil viele, die nicht jetzt bei mir mit auf Facebook unterwegs sind, wissen vielleicht gar nicht, dass wir inzwischen in meiner magischen Bibliothek etwas ganz, ganz Tolles gemacht haben. Sprich, nicht ich, sondern mein großer Zauber der magischen Bibliothek, mein Jesko Stötzer, hat es im Grunde alles gemacht und in einer ganz großartigen, unbeschreiblich professionellen Art und Weise. Wenn da jemand mal eine Unterstützung braucht, ich kann euch den Jesko nur absolut ans Herz legen. Und der hat von vielen Themen, auf die ich jetzt so ein bisschen eingehen werde, nochmal extra Playlists gemacht, dass man nicht die einzelnen Videos immer suchen kann, sondern dass man dann im Grunde auf die Playlists geht und schaut, was gibt es dann alles an Playlists. Nochmal kurz ein paar Inspirationen zum Inhalt und wie ihr damit umgehen könnt. Als erstes kurze Info für alle über die Playlists in der magischen Bibliothek, insbesondere für alle Freunde in der magischen Bibliothek bei YouTube selbst, die mir nicht bei Facebook folgen. Dort bekommt man nämlich nicht automatisch Infos über alle neuen Playlists. Die bei Facebook sind, kriegen die. Die aber nicht bei Facebook mit mir befreundet sind, kriegen die gerade nicht. Und für die gibt's jetzt diese Information, nämlich, dass es viele, viele neue Playlists gibt. Also, nochmal ganz einfach. YouTube Magische Bibliothek oder Andreas Krüger suchen und auf den Kanal gehen. Dort gibt es auch Playlists, wo alle Playlists sortiert sind. Also da hat sich der Jesko nochmal eine wirklich irre Arbeit gemacht, um euch den Umgang mit diesen Informationen leichter zu machen. Gerade sehr erfolgreich laufend und ständig wachsend sind die sogenannten Krüger-Zehen. Die kann ich euch auch ans Herz legen. Das sind nochmal die Essenzen bis jetzt von den 22 in meiner Praxis am meisten angewendeten homöopathischen Mittel und nicht nur angewendet, sondern erfolgreich angewendeten Mittel. Also diese Playlist Krüger 10, die kann ich euch ganz doll ans Herz legen und die wird auch noch immer größer jetzt und immer größer. Es ist also mein gerade vorherrschendes didaktisches Ziel der homöopathischen Welt, wirklich diese intensiven und wirklich hoch bewährten und hoch abgesicherten Arzneiinformationen eben ans Herz zu legen über diese Playlist, die Krüger-Essenzen. Viel Homöopathie, aber auch Schamanismus und Ikonen. Da empfehle ich zum Beispiel die Playlist Räuchern und Krafttiere mit 19 Vorträgen zum Thema Räuchern und Krafttiere über den heiligen Rauch und über Krafttiere und den Umgang damit und deren Pflege und auch für Ikonen der Seele, wo wir gerade ja wieder ein wunderbares Wochenendseminar hatten und uns über wirklich regensten Zuspruch freuen, findet ihr eine Playlist mit ganz viel Hintergrundinformation, wie zum Beispiel der Biografie der Ikonografie. Und dann gibt's wirklich, und das ist vielleicht eine meiner Lieblingsplaylists, weil die mir so wichtig ist, auch eine Playlist zum Thema Biografien. Da ist meine hexische Biografie, meine ikonografische Biografie drin. Da ist meine homöopathische, meine leibtherapeutische Biografie drin. Also wer sich dafür interessiert, dem kann ich die wirklich nur ans Herz legen, weil für mich war das immer wichtig, wenn ich mich mit irgendeiner neuen Therapie auseinandergesetzt habe, dass ich mir erstmal den Menschen angeguckt habe, der diese Therapiemethode zum Beispiel entworfen hat. Oder wenn ich mich mit politischen Fragen beschäftigt habe, was ich früher auch sehr, sehr viel getan habe, immer noch heute, aber heute anders, heute eher praktisch magisch, früher eher klassisch, politisch, agitativ. Aber ich habe mir immer Biografien erstmal durchgelesen von den Menschen, mit denen ich mich auch politisch beschäftigt habe, wo ich euch einfach von Stefan Zweig diese wahnsinnig tollen Biografien
von Mesmer, von Freud, von Mary Zimmer Bradley, nicht Zimmer Bradley, von, wie hieß die denn, die Begründerin der christlichen Wissenschaften. Habe ich jetzt vergessen. Jedenfalls diesen wunderbaren Biografieband von Stefan Zweig, Heilung durch den Geist, mit das Beste, was ich überhaupt jemals gelesen habe. Aber ich möchte noch mal kurz hier hinweisen, was es da so alles gibt. Es gibt zum Beispiel 28 Videos zum Thema Drachenbelehrung. Und diese Drachenerweckungen, die ich ja in Hessen und auch anderswo jetzt wieder vermehrt tue, die sind wirklich so mein absolutes Herzstück. Ich habe ja schon öfter gesagt, die Welt braucht magische Menschen, um gerettet zu werden. Aber so wie die Welt magische Menschen braucht, wie sagte ein Philosoph, der Mensch der Zukunft wird ein magischer sein oder er wird nicht sein, so braucht diese Welt auch die wichtigsten antidämonischen Krafttiere, die es überhaupt gibt. Die Welt braucht Drachen und da gibt es 28 Drachenbelehrungen aus den vielen Seminaren auch über Drachenerweckung. Dann gibt es alleine 16 Belehrungen zum Thema Dämonen und Entsetzung. Wir haben wunderbare Gastvorträge, auch von den Schamanentagen. Wir haben eine Interviewserie zu Engelwolf-Ausbildung, 6 Videos insgesamt, 7 Videos zum Thema Handauflegen und Heilstrom, 22 Videos zum Thema Leibarbeit, Testen und demokratische Medizin 15, Geistertanz 12, diese wunderbare Homöopathie-Fortbildung, die ich mit meinem Bruder Arne mache, Krüger und Krüger homöopathische Abende, inzwischen jetzt schon 33 Videos zu den Mitteln, die wir bei den homöopathischen Abenden vorstellen. Und dann Potenzialschau, 6, alles über Träume, zum Beispiel hier alleine 17 Videos. Um nur einige zu nennen, von insgesamt im Moment 52 Playlists, also was für eine Arbeit, Kotau bis dickste Beule, mein herrlicher Jesko, ja? Und mir ganz besonders jetzt kommt der absolute Oberhammer, am Herzen liegend, die größte Playlist der magischen Bibliothek, meine großen Basisbelehrungen. Diese Basisbelehrungen bilden im Grunde den Hintergrund meines therapeutischen Narrativs. Sie zeigen euch meine Weltanschauung. Sie zeigen euch meine philosophischen Überlegungen zum Heilen und zur Weltrettung generell in 59 Belehrungen, die ich über viele Jahre immer in den Sommermonaten, besonders von meinen wunderbaren Heilreisen aus, immer wieder gegeben habe. Und die gibt's eben im Grunde in einer Playlist, die Basisbelehrung. Ich freue mich, wenn ihr die magische Bibliothek bei YouTube abonniert. Das wäre der einfachste Weg, denn werdet ihr ständig im Grunde informiert über Neues. Einfach in den Videos unter rechts auf Abonnieren klicken, dann bekommt ihr immer eine Kurzinfos über alle meine neuen Vorträge. Und ihr könnt mir bei Facebook folgen, Heilpraktiker Andreas Krüger. Dort werden alle neuen Vorträge mit begleitenden Texten sowie alle neuen Playlists immer sofort tagesaktuell gepostet, wenn was Neues gibt, wenn es was Neues gibt. Ja, danke, Freude, bleibt in meiner Playlist-Sammlung, stöbert, schaut und lernt und alles, wie der Jesko uns so schön in die Seele gesungen hat, für dich, für mich und die Erben der Zukunft. Euer Andreas. Und nochmal, liebster Jesko, danke für diese obergeniale Arbeit.